Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana. Wir spielen mit anderen zusammen in Brutal und Schild. Ja, warum nicht? Machen wir's. Können wir tun. Ich meine, es gibt schlimmere Dinge, die man tun kann. Sturmschiff verteidigen eines anderen, also sprich, ich bin jetzt derjenige, der unterstützt und zuschaut. Wo muss man denn hin? Ach, Schande, sieht das hier aus. Okay. Hier wird es viel zu kämpfen geben. Ich komme wirklich nicht durch. So, wo kommen sie denn her? Von dort. Welle 2. Sturmschiffverteidigung 5 ist es. Oh, großartig, du hast einen Freund mitgebracht. Über das Außenposten-Konsolenmenü kannst du Besuchern Bau- und Ernteerlaubnis erteilen. Sie sollten von hier kommen. Vermute ich. Okay, es ist relativ offen. Das heißt, wir müssen was selber tun. Da kann ich auch meinen Teddy aufstellen. Und dann verteidigen wir. Kann man nicht viel tun. Jetzt schon, Mist. Zu lahm. Ja, von wo kommt sie denn? Bereite dich auf einen Angriff aus dem Osten vor. Dann laufen wir mal. Darüber. Halte die Stellung und kämpf! Oh, dieser neue Chat ist so grausam, ich sag's euch. Falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Er ist wirklich grausam. Okay. Also viel mit Fallentunnel ist hier nicht. Also ich will jetzt nicht sagen gar nichts, aber das ist so. Naja. Keine Baurechte. Also kann man so sehr schnell prüfen, wie ich immer wieder feststelle. Bist du zu nah gekommen? Du hast keine Lust, bis dahinter zu laufen.
kamst du noch? Also hier stehen ist eigentlich total dämlich. Also auch wenn ich es jetzt gerade die ganze Zeit gemacht habe. Wenn nämlich Mopanis meinen, sie müssten jetzt was werfen, dann hat man ein echtes Problem, weil dann ist nämlich die Falle weg. Und wenn man einen ordentlichen Fallentunnel hat, sind halt alle Fallen weg. Aber ich denke, das war's. Da passiert nichts mehr. Jo. Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle kommt bald. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Süden vor. So, dann machen wir mal nebenbei ein bisschen Munition. Die brauche ich. Okay, wie ist denn das hier für Schachtel gebaut? Meine Güte. Jesus. Mit Holz, okay. Wie komme ich hier durch? Geht nicht. Wie komme ich hier durch? Also, ich meine, ich würde ja gerne verteidigen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich hier durchkomme. Einsatzbereit. Ja, vielleicht hier? Ah ja, okay. Ich habe diese Bauweise hier noch nicht verstanden. Also sie ist so verwinkelt, dass die Höhlen sich verlaufen sollen, oder? Okay. Aber es geht gut. Also ich weiß noch nicht warum, aber es geht gut. Denn eigentlich dürfte das nicht gut gehen. Ein Wahnsinn. Ein echter Wahnsinn. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Osten vor. Okay, welcher wird denn angegriffen? Hier komme ich nicht wieder raus, ey. Ich verlaufe mich. Der nochmal? Waren wir hier nicht gerade schon? Okay. Für die Festung! In Bereitschaft. Naja, gut. Dann machen wir Welle 5.
und gehen in die letzte Runde. Ja, war jetzt nicht schwer. Hat Spaß gemacht. Und wir gehen ja gleich noch in eine zweite SSV. Also, schauen wir mal ganz schnell, was wir bekommen. Oh, aber ganz schlecht gekämpft hier. Aber ich war ja auch nicht von Anfang an dabei. Von daher sei es mir verziehen. Und ich habe mich verlaufen. Ach, sehr schön. Und was hast du heute gemacht? Mich brutal in einem Sturmschild verlaufen. Oh, eine 5er Truhe, das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Aber gut, es war Sturmschildverteidigung 5, von daher kann das schon mal vorkommen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten SSV. Bis dahin, euer Kubana. Ciao.